Ich nehme an, es wird einen Grund für Ihre Rückkehr geben. Was brauchen Sie so dringend? Ich brauche Zeit, Professor, so viel, wie Sie mir verschaffen können. Tun Sie, was Sie tun müssen. Ich werde das Schloss sichern. Potter? Es ist schön, Sie zu sehen. Ich freue mich auch, Professor. Halt die Stellung, Neville. Harry! Hermine und ich haben nachgedacht. Den Horcrux bloß zu finden, bringt gar nichts. Was meint ihr? Wir müssen ihn auch zerstören können. Also haben wir uns was überlegt. Nicht wir, Ron. Es war Rons Idee. Es ist absolut super. Du hast doch Tom Riddles Tagebuch mit einem Basiliskenzahn zerstört. Naja, wir wissen vielleicht, wo einer sein könnte. Okay. Aber nehmt die Karte mit, damit ihr mich findet, wenn ihr wiederkommt. Wo gehst du hin? Zum Ravenclaw-Gemeinschaftsraum. Irgendwo muss ich anfangen. Professor? Sie geben uns die Erlaubnis, das zu tun? Das ist korrekt, Longbottom. Sie in die Luft zu jagen. Bumm. Bumm. Abgefahren. Aber wie sollen wir das nur anstellen? Vielleicht beraten Sie sich mit Mr. Finnegan. Der hatte schon früher eine ausgesprochen fatale Vorliebe für Feuerwerk. Ich mach das Ding weg. Das wollte ich hören. Dann los, los. Eines dürfte Ihnen klar sein. Wir können, Sie wissen schon wen, nicht ewig aufhalten. Aber wir können ihn eine Zeit lang aufhalten. Und sein Name ist Voldemort. Filius, Sie dürfen ihn ruhig benutzen. Er wird versuchen, Sie zu töten, egal wie Sie ihn nennen. Pia totum locomotor. Zugänge, beschützt uns, geht eure Pflicht erfüllen, dient unserer Schule. Diesen Zauberspruch wollte ich schon so lange mal sagen. Protego maxima, fianto duri, repello inimicum. Protego maxima. Pianto duri, repello maxima, pianto duri, repello inimicum, protego maxima. Gerade etwas ungünstig. Aber da, Luna, wo du hingehst, findest du nichts. Du vergeudest deine Zeit. Wir reden nachher, okay, Luna? Harry! Nicht jetzt! Harry Potter! Du hörst mir sofort zu! Überleg mal, was sagte Joe über das Ravenclaw-Diadem? Niemand, der noch lebt, hat es jemals gesehen. Damit ist der Fall doch klar. Reden wir also mit jemandem, der tot ist.